Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Heute ist es soweit, er wird vernichtet, der Guardian of Gaia. Und was mir mal gerade so auffällt, wieso fliegt hier und da oben ein Coal Ore in der Luft? Ich weiß eigentlich gar nicht, das wissen. Okay, das Guardian of Gaia muss unter freiem Himmel gemacht werden. Das heißt, wir müssen es halt etwas weiter weg machen. Und ich habe mir gedacht, hier an der Grenze kann man es perfekt machen. Und sollte eigentlich reichen. Okay. Dafür gönne ich mir jetzt einmal den Game. Die, nicht den Game Mode, die Game Rule Keep Inventory einzumachen, damit wir das auch wirklich sicher angehen. Gut. Wir brauchen jetzt folgenden Aufbau. In der Mitte die Beacon Base. Komm, das machen wir dann noch etwas ebener. Ich glaube gar nicht, wie nervös ich gerade bin. Also ich habe da von, wie gesagt, den einmal besiegt, aber das war in einem anderen Modpack, wo auch die Ausrüstung später etwas stärker war, finde ich. Und ich will auch, wie gesagt, das Modpack erstmal nicht nennen. Hat einen bestimmten Grund. Denn ich will... Ah, ich sage jetzt nicht zu viel. Nein, ich hatte die Klappe. Könnte böse enden, so sieht's so aus. Auf jeden Fall werde ich es dann auch so machen. Wenn der Gaia Guardian vorbei ist, werde ich einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, ein Backup von der Welt machen und euch dann die dann im Laufe der Tage hochladen. So, Beacon ist aktiv. Was brauchen wir jetzt noch? 1, 2, 3, 1, 3. Brauchen wir noch Gold? 1, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also hier. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, der hier und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, dann fliegen wir jetzt noch einmal schnell zurück und holen noch 4 Goldblöcke, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Die Pumpe. Geht immer höher, das ist bald vorbei. Es war ein schönes Display, aber es muss vorbei. Es ist nun mal Zeit. Aber ich muss auch sagen, es hat echt Spaß gemacht. Auch wenn es mir so teilweise nicht gefallen hat, wie es teilweise in einigen Stellen ablief, hat es mir Spaß gemacht. 1, 2, 3. So, das kann weg. Junge, Junge, Junge. Nochmal voll futtern. Fände ich aber schade, dass wir nichts mit Witchery oder so gemacht haben. Das hat mir echt mal Spaß gemacht. Ich hatte da damit mal, ich hatte damals mal damit gearbeitet. Da hatte ich mal Attack of the V-Team gezockt, das hatte ich sogar mal im Livestream gezeigt. Ja. Okay. Die Mana-Pylonen müssen. Die Mana. Die Gaia-Pylonen müssen jetzt etwas höher.
einen Block über dem. Junge, Junge, Junge. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, schauen wir uns nochmal an. Ein Block über ist es. Goldblöcke. Ja, das sieht gut aus. To start the virtual, simply right-click the beacon block with a Terra Sealinger. Take a step back and prepare to fight for your life. God preparation is required as a fight with the Guardian of Gaia can be even harder than the Wizard. Upon defeating the Guardian, one can collect the prize, a handful of spirits of Gaia. Okay, ich würde sagen, machen wir uns bereit. Wo bist du kleine Nutte? Na? Ich kann nicht fliegen. Ich muss halt fliegen. Nein, 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 nein. Ja. Wow. Alter Fenne. Okay. Dann sehen wir das jetzt als gefailed an. Ich gehe mal gerade in Game Mode und hol mir einen Terra Steel. Ihr habt eben gesehen, dass wir noch einen hatten. Dann sehe ich jetzt auch offiziell diesen Kampf als verloren an. Na? Und würde sagen, es geht los. Auch ich bin Trottel. Come at me. Golden Apple. Alter, wo ist der? So. Okay. Doof. Aber die Mucke ist geil. Na? Oh, leck. Die Musik ist echt geil. Na? Ich habe keine Tränke mehr. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Alter.
Gut. Ich sehe den Kampf jetzt offiziell verloren an. Das haben wir nicht geschafft. Ich will jetzt aber, mein Ego will jetzt den jetzt noch besiegen. Das mache ich jetzt echt nur noch gecheatet. Da sehe ich ein, dass das gecheatet ist. Und. Wow. Ja, Server. Okay, Server zeigt sich beeindruckt, unbeeindruckt. Okay, hoffen wir mal, dass er jetzt wieder besser erreichbar ist. Ja, genau. Wie gesagt, der Kampf ist offiziell verloren. Darauf bin ich jetzt auch nicht stolz. Aber, wie gesagt, mein Ego sagt, ich muss das jetzt noch machen. Und da muss ich auf mein Ego hören. Sorry. Ich wurde einmal vernichtet. Das sehe ich ein. Zweimal. Beim zweiten Mal war es close. Aber dafür. Oh, jetzt wurde ich angeschubst. Sorry. Dafür gebe ich euch jetzt auch noch, verspreche ich euch ein wundervolles Ende von diesem Projekt. Komm. Goldener Apfel rein. Okay, Goldapfel. Und. Come at me, Final Boss. Denene. Also sollten wir das jetzt verlieren, dann gebe ich es vollkommen auf. Und man muss ganz ehrlich sagen, er ist stärker als der Wizard. Weil der Wizard ist ja mittlerweile ein Witz. LOL, ich sehe das jetzt erstmal. Der Guardian of Gaia ist quasi wir, also der eigene Charakter. Oh, ist das geil! Ich mit meinem Linkskin gegen den Guardian of Gaia, gegen den dunklen Link. Link versus Schattenlink. Friss das. Junge, du gehst drauf. Na? Junge, du hast jetzt keine Chance mehr. Jetzt bin ich Imber. Jetzt kommt das. Ich glaube, in der Phase ist er unantastbar. Jo, jo, jo. Also wenn du Hilfe sammeln willst, kann ich noch Geier beschwören. Na, Goldapfel. Ja. Also ganz ehrlich, lieber Mod-Entwickler, von Botania, solltest du mir zuschauen. Dieser Boss ist Imba, aber geil gemacht. Da kann meiner Meinung nach noch nicht mal mehr der Boss, der na, wie heißt er? Der Enderdrache von Hardcore Ender Expansion mithalten. Na? Tot.
Leck mich fe- Alter, vier Wisser-Skelettköpfe. What the fuck? Ja, ich würde sagen, easy going. Alter, was der rausknüppelt. Ey, Hut ab. Gut. Ey, ich habe ganz ehrlich gedacht, ich wäre gut vorbereitet gewesen. Okay. Sollte es bei Requiem auch noch der Fall sein, dass man den Guardian of Gaia besiegen soll? Viel Spaß, Trifodor und Street. Viel Spaß. Was ich jetzt mal gerade mache, ich setze jetzt mal hier ganz kurz einen Cut und kopiere mir mal ganz kurz die Map, damit ich die euch zur Verfügung stellen kann. Dann fliege ich mal ganz schnell zurück und wir sehen uns gleich wieder. So, die Map ist damit gesaved. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Let's Play. Ich möchte dich einmal vielen herzlich mal... Ja. Dosh LP, Meister der Worte. Ich möchte mich vielen... Ich möchte auf jeden Fall erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an Mulle, dass er dabei war. Auch wenn es jetzt am Ende nicht mehr so gut geklappt hat. Auch einmal vielen Dank nochmal an Speeddigger sagen, dafür, dass er... einmal dabei war und uns auch bei diesem extremen Problem mit dem Server einmal geholfen hatte und uns auch den Server gehostet hat. Vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, der Server wird jetzt mal leiden mit dem weltgrößten Feuer, Lagerfeuer der Welt. Es wird Zeit. Wow, das ging schnell. Also macht euch schon mal darauf gefasst, dass der Server jetzt abschmieren wird. Ich habe mir jetzt extra mehrere Feuerzeuge gemacht. Komm, machen wir mal so. Doof. Ach ja. Ich will nicht wissen, wie oft wir diesen Baum haben leiden lassen. Schnell, der schon fackelt. Komm, hier gehen noch mehr. Der muss verschwinden. Ich mache gerne Feu. Alter. What the fuck? Ich habe noch nie ein größeres Lagerfeuer gesehen. So viel hatten wir vor. Und jetzt fackelt's. Können jetzt uns auch einmal gönnen. Es gab Portal Guns? Seit wann denn das? Oh. Jetzt im Ganzen, seit wann gibt es hier Portal Guns? Oh, da fällt mir jetzt noch was ein, was wir machen können. Wir machen jetzt erstmal hier ein richtig fettes Feu. Doshi Feu. Mulu Feu, Speedy Feu, Trevolo Feu. Alter. Ja, komm, hier ist es noch richtig düster. Denn würde ich echt mal sagen, wenn es jetzt schon die Portal Gun gibt, machen wir noch einmal richtig fette Scheiße damit. Ich merke echt schon, das ist schon ein bisschen am Laggen. Ach du Scheiße, hier ist hier noch ein Baum. Stimmt ja. Ja, komm, den können wir gleich mit abfackeln.
Alter. Ey, ich will nicht wissen, was der Server gerade berechnet. Ey, meine FPS sind auf 19 runter. Komm, unterstützen wir noch ein bisschen. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Ach ja. Sowas finde ich tot gern. Echt mal gut. Die Map ist gesaved. Die werde dann schauen, dass ich die dann im Laufe der Tage hochlade. Wo weiß ich noch nicht. Und komm, wir gönnen uns jetzt mal hier die Portal Gun. Fliegen einmal nach oben. Machen wir ja innen drin auch noch ein bisschen voll voll. Alter. Ach, stimmt ja drauf. Auf Lob ging das ja nicht. Ah, ich weiß aber wo. Und dann mache ich jetzt mal schnell Time Set. 28.000 müsste es. Nein. War das 20.000? Jawohl. Getroffen hat es. Ja. Komm, machen wir da. Da wird mir eingesaugt. Und dann machen wir hier nochmal Feuer. Wenn, dann muss der Server jetzt gerade richtig mal leiden. Alter. Boah. Wundervoll. Ach ja. Ein wundervolles Let's Play. Mit einem feurigen Ende. Hier ist ja so gut wie noch gar nichts am Brennen. Das kann man ja gar nicht ansehen. Dann machen wir eben noch hier voll voll. Okay. Ich würde sagen, das ist echt schon mal ein cooles Ende. Wie sieht es hier unten aus? Quasi weg. Ach, da scheint die Holzfallen nicht mehr noch. Und ich war eben Äpfel am Suchen. Puh. Warte mal, dann hätten wir den sogar legal schaffen können, den Guardian of Gaia. Ich hasse es. Naja, wir haben versagt. Nur gecheatet haben wir es geschafft. Aber naja, kannst nichts machen. So, ich würde sagen, Alter, ich hätte echt nicht erwartet, dass der Server das so gut verkraftet. Ich hätte ganz ehrlich gedacht, dass er abstürzt. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Let's Play. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Für mich wird es dann jetzt erstmal heißen, ich gehe jetzt quasi erstmal noch alles rendern. Und lade euch das dann hoch. Und es wird dann darauf hinauslaufen,
dass es dann jetzt in der nächsten Woche alles kommen wird, vielleicht auch schon diese Woche noch. Und dann haben wir jetzt auch schon bald den 23.05. Meine Reise nach Teneriffa beginnt. Das heißt, ich werde von da aus kein Let's Play starten können. Aber keine Sorge, ich habe schon noch ein paar Projekte vorproduziert, ein, zwei Projekte. Soweit es eben ging. Die werden noch kommen. Und es ist nichts mit Minecraft. Das hätte zu viel Zeit gebraucht. Es sind ein paar kleine Spiele, die ich hier noch... Oh, wie schnell der... Wie langsam der das gerade nachwendet. Es sind zwei meiner Lieblingsspiele. Auf jeden Fall jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, ich hoffe, euch werden sie gefallen. Und es gibt auch einen Gastauftritt, würde ich sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Lasst ein Like in diesem Projekt da zum letzten Mal. Schreibt einen Kommentar, wie euch das Projekt gefallen hat. Was ihr zu diesem Ende sagt. Ich meine, bewohnbar ist das jetzt echt nicht mehr. Alter, wie viel Holz da noch gewesen wäre. Das ist krass. Auf jeden Fall. Den hätten... Komm. Das sagen wir jetzt auch nochmal in die Luft. Aber dann nochmal richtig. Mit Kavala. Industriell. Und Plutonium war das, glaube ich. Plutonium hat da, glaube ich, die beste Stärke dafür. Ja, das tut mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen im Herzen weh, das in die Luft zu jagen. Und ein Zündali. Tschüss, Tempel der Zeit. Ich glaube, ich hoffe, dass ich das die richtige Mischung gemacht habe. F3A. Oh. Ja. Ja, das ist die richtige Mischung. Alter, das hat derbe zerfickt. Hey, das ist ein Enderman. Ja, damit ist jetzt quasi alles weg, was wir hier geschaffen haben. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss!